willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Und gestern haben auch schon ein paar Leute nachgefragt. Ramses! Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Ramses, wo ist die Raid am Mittwoch-Folge? Aber gestern kamen ja Kyure-Mini-Raids und immer, wenn ein Raid-Boss-Wechsel ist, verschiebt sich Raid am Mittwoch ja auf Raid am Mittwoch am Donnerstag, so wie auch heute. Dafür gestern das fette Kyure-Video, wo ich auch einen Lucky-Trade gemacht habe und habe dann direkt ein 96%iges Lucky Kyurem bekommen mit 15 Angriff. Das ist sehr fett, auf jeden Fall. Jetzt haben wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und es gibt immer noch die offizielle Ramses der Dicke Fangruppe bei Telegram. Wer da noch eintreten möchte von den Zuschauern, Link steht in der Beschreibung, da steht der Trainercode, da steht auch die Beschreibung dabei und da können die Zuschauer auch untereinander chatten, sich austauschen, über bestimmte Themen reden, Fänge zeigen und alles. Ich habe mir aber vorgenommen, ich werde aus dieser Gruppe keine Sachen abscreenen. Ich screene nur die Sachen ab, die mir Leute einfach privat schicken. Weil da werden auch Sachen gepostet, die ewig alt sind oder zum Vergleich und ich blicke da nicht durch. Manche schicken mir was privat, dann screene ich es aus der Gruppe nochmal, damit das eben nicht doppelt ist. Machen wir das so, dass ich aus der Gruppe nichts abscreene. Die ist nur zum Talken, zum Informieren, zum Spaß haben. Aber eben die Sachen, die mir privat geschickt werden, da aber eben auch nicht alles, nur das gute Zeug, was ich sehenswert empfinde. Und da mein Handy ja baden gegangen ist und kaputt ist, habe ich leider auch von letzter Woche seit Mittwoch ein paar Sachen nicht mehr. Deswegen habe ich diesmal doch was aus der Gruppe mitgenommen. Aber sorry an die, die jetzt nicht mit reingekommen sind, die was Cooles geschickt haben. Aber mein Handy ist ja kaputt gewesen. Mein Handy ist ja ins Wasser mit mir zusammengefallen, baden gegangen. Deswegen habe ich jetzt ein anderes. Und da war alles weg, alle Daten, jeglicher Mist. Deswegen musste ich dann ab den letzten Tagen neu abscreenen. Also wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht fehlt, dass... Unglücklich gelaufen, aber das Leben geht natürlich weiter. Jetzt aber auf jeden Fall die Highlights und der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Ramses-Schilling, Fragezeichen. Also sei es ja eigentlich immer im ganzen Ramses-Schilling, Fragezeichen, wie man darauf kommt, keine Ahnung. Der hat hier ein Shiny Aquana mitgenommen, Shiny Nummer 109. Der hat ja auch immer schön durchnummeriert, dass ihr genau Bescheid wisst. Dann ein Shiny Panzer Aeron 110, hat ein 100%iges Driftlon bekommen. Steht nicht dran, aber er hat gesagt, Ramses, schau dir mal die Quest IV und WP Zahlen an, dann weißt du Bescheid. Also 100% Driftlon aus einer Quest bekommen, dann bin ich mit Biofing aufgestiegen auf Glücksfreunde. Flexstrom hat ein 100er Altaria mitgenommen, ja nice, schreibt er hier, nett. Ein Driftlon, vor allem die Begeisterung über das hässliche Altaria ist irgendwo größer als über das Shiny Driftlon. Shiny Driftlon finde ich auch persönlich sehr cool, habe ich bisher auch nur durchs Traden bekommen, habe selbst noch keins gefangen. Flexstrom auch hier gerade ausgebrütet, ein Shiny Skorgler und dann hat er sich hier noch ein 100% Spalbini gegönnt, schreibt auch drunter, nee, eine Tourin am Start schon wieder. Sören dann hier mit einem Shiny Party, Hut, Shiggy. Die drei Starter waren ja jetzt auch wieder da bei dieser Fähigkeitsherausforderung in diesem kleinen Event. Die gab es ja früher mal aus Eiern und aus Raids. Diesmal konnte man die sogar wild als Shiny mit den Hüten fangen. Ramses Schilling hier. Ach du meine Fresse, das ist das 513er Driftlon, oder? Was er hier vorne hatte. Junge, dann hätte ich es doch nur einmal mit reinnehmen müssen. Ich bin so bekloppt. Sally Maus mit einem Shiny Panzer Aeron. Ditch mit einem Shiny Flying Luftballon Pikachu. Was das coolste und süßeste Pikachu ist, das es je gab. Guckt euch nur die kleinen süßen Füßchen an. Shiny Erik hier auch mit einem Shiny Driftlon. Julchen Feichen hat da ein bisschen getauscht. Hat im Glückstausch ein Lucky 98er Shiny Kramchef bekommen. Würde mich ärgern, das möchte ich bitte ohne den Hintergrund, obwohl das ist so kontrastreich, da ist, stört der Hintergrund gar nicht mal so extrem. Irgendwie kommt es mir eh so vor, dass wenn ich Lucky Shinies bekomme, die bei mir hässlich sind und wenn die anderen genau die gleichen Lucky Shinies bekommen, es bei ihnen einfach viel besser aussieht auf dem Handy. Ansonsten, Kramchef ist ein guter Flugangreifer, für Unlicht glaube ich jetzt nicht der beste Hahn im Stall. Außerdem hat sie uns nochmal gezeigt, wenn ihr die Top-Fähigkeitsherausforderung abgeschlossen habt,
das mit diesen 50 fabelhaften Würfen, was es ja gab, wenn ihr die normalen 3 Kapitel abgeschlossen habt, wenn ihr das auch geschafft habt und abgeschlossen habt, dann wird das bei euch bei den Spezialforschungen unten mit dazugezählt und angezeigt. GoFest Top Fähigkeitsherausforderung. Also es lohnt sich trotzdem, das abzuschließen. Erstens macht es irgendwo Spaß, wenn man nach 200 Würfen den ersten einfach fabelhaft trifft, und es wird eurer Liste hinzugefügt. Der Guide hat uns wieder was geschickt, die haben keinen Bock auf mich, ne? Das Pikachu und das Quapuzzi, die drehen sich beide rum und hauen ab. Und auf Schläge steht die Sau auch, da sieht man, das Pikachu wird gerade von hinten richtig vermöbelt und freut sich, hat so ein grinsendes Gesicht an den Tag gelegt. Bockwurst ging mit einem 100%igen Karadonis, was war da denn los? Eigentlich ist er ja der 98er. Ramses Schilling nochmal mit einem Shiny Spoink, endlich schreibt er auch dazu. Sellimaus mit einem Shiny Taubsi, Frank Bären, das zweite neue Shiny heute, ein Shiny Traunfugil, 1320. Kotbrot auch mit einem Shiny Pikachu, Black Scarwolf mit einem 100 erlösten Lapras aus einem 91er unerlösten, und Lapras gibt's jetzt sogar von Team Rocket als Shiny Krypto. Das ist eine ganz neue News von gestern Abend. Ihr wisst ja, Lapras kann man ja bekommen von den Teamleadern, den Rüpeln, wie auch immer. Wo kriegt man eigentlich Lapras her? Ich weiß es gar nicht. Gibt es auf jeden Fall jetzt auch als Krypto-Pokémon, was shiny sein kann. Also gönnt euch natürlich, wenn ihr das unbedingt als shiny haben wollt oder als Krypto-Shiny. Bockwurst King nochmal mit einem 100%igen Gramurks und ein 98er Hoothoot. Da ist das Hoothoot sogar noch genialer als das Gramurks, weil das Gramurks, das hat ja bloß 100, aber das Hoothoot, das hat wenigstens 98. Bei ihm muss das so sein. Eigentlich müsste er bei jedem 88% IV haben, dann würde das besser passen. Riolo hat er ja auch noch als 98er mitgenommen. Die zwei besten, wichtigsten Werte sind auch auf 15. Das passt also auch. Dann hat er noch einen Shiny Skorgler mitgenommen. Cassiopeia zeigt uns nochmal Rainbow in the Air. Cool gemacht auf jeden Fall. Wer das noch nie gesehen hat, im Spiel gibt es auch Regenbögen. Manche haben gesagt, man muss zum Ende des Regenbogens laufen und dann kriegt man da einen besonderen Bonus oder einen besonderen Schatz. Das ist natürlich wieder alles nur dummes Gelaber gewesen. Der verschiebt sich ja auch, der bewegt sich ja mit euch irgendwie. Bockwurst King mit einem 98%igen Shiny Lucky Mewtwo. Also warum verdammt? Das ist doch genau sein Ding, hat er ja auch mitgenommen. Und ein 98er Galaflampion. Steff, nach lange mal wieder ein Shiny mit einem Shiny Schwalbini, Black Gold Saw, die Blechgoldsau mit einem Shiny Drifloon, Kenny, wieder nur auf dem kleinen 100% Lucky Picolente, auch neu im Spiel und gleich 100er, Dr. Oppenheimer, 3 Engel für Dr. Oppenheimer, hier seht ihr also Veggie-Mug, Grill-Mug und Soda-Mug, alle drei in einer Arena, sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus so als Bild, Bockwurst King mit einem 100er Karadonis, sag mal, 7.7. War das nicht eben schon? Ich glaube, diesmal ist das mit den Bildern komplett durcheinander. Hier, 7.7. Habe ich auch zweimal drin, da hat er Ramses wieder mal nicht aufgepasst. Das tut mir auf jeden Fall jetzt leid, ne? Alex Hoffi, das Schilderbus aus der Go-Kampfliga. Das Shiny war wild. Also ein wildes Shiny Panzer Aeron und ein 100% Schilderbus aus der Kampfliga. Viala von Main, richtig gute Sache. Grüße gehen raus an den Bro, auch hier mit einem Shiny Pikachu fliegen. Dennis Weigel kann so weitergehen. Shiny Evoli plus Shiny Ho-Oh plus Nummer 3. Ein Shiny Shiki mit Partymütze. Dann, das finde ich auch richtig genial. Oh Mann, wäre mein viertes gewesen. Ihm ist hier ein Shiny Mushas geflüchtet. Nochmal für alle, die sagen, Shinies können nicht fliehen. Hier ist der Beweis. Nur Raid-Shinies, legendäre Shinies und so, bleiben beim ersten Ball drin. Aber wilde Shinies können natürlich fliehen. Dennis Weigel ebenso hier mit einem Shiny Schwalbini. Nikita mit einem Shiny Raupi. Thomas Samaschke. Ich habe gerade 2 10-Kilometer Eier ausgebrütet. Und was kam raus? Barsch war als 100er, aber Barsch war meiner Meinung nach auch am häufigsten in den 10-Kilometer Eiern vertreten. Ramses Schilling hat wohl jetzt endlich sein Driftlon entwickelt, so Drift Zeppli. Hätte ich mir auch sparen können, hätte ich einfach nur das einmal mit reingenommen. So ist er jetzt dreimal drin mit demselben Bild. Also zweimal Vorstufe, einmal Entwicklung. Dragonite hier mit einem Shiny Dusselgur, auch sehr gutes Level, wie man sieht. Ben mit einem Shiny Wablu. Fatze.
Behaze, wie auch immer man das ausspricht. 100% Ho-Oh, das auf jeden Fall sehr cool. Würde ich auch direkt maxen, wenn ich so eins hätte. Blue Grizzly mit einem Shiny Ho-Oh. Eben gebrütet beim Patrick. Wofür auch immer, was danach kommt. Patrick auf jeden Fall auch 100% Picolende. Gebrütet. Blue Grizzly mit einem Shiny Dusselgur. Justin, fehlt nur noch das Bisasam, auch hier Shiny Schicki mit Partymütze. Der Michas mit einem Shiny Ho-Oh. Söre mit einem Shiny Barschwa. Mit einem 0%igen Driftlon. Hinterher einem Shiny Taubsi, einem Shiny Schicki mit Partyhut. Benjamin Engel mit einem 100% Picolende. Auch sehr gutes Level. Picolende sieht einfach cool aus, aber die Weiterentwicklung dieses schwadrohen Arsch finde ich auf jeden Fall nicht so cool. Hannes hier mit einem Shiny Glumanda mit Partyhut. Ich weiß nicht, warum die Bilder da so verschwommen sind. Da gab es wohl einen Fehler beim Laden. Ist hier auch so ähnlich, oder? Ja, sieht auf jeden Fall auch komisch aus. Carina Deluxe mit einem Krypto-Zubat, was ich zu einem 100er erlösen kann. Plus einem Shiny Yorklef. Julchen aus der Spotlight-Stunde. Shiny Schwalbini. Jetzt hat sie auch die Familie voll, weil sie jetzt zwei Stück hat. Außenballon in Zingst. Dragonite hier mit einem Krypto-Flunkiefer, was er zu einem 100er erlösen kann. Niklas nochmal Shiny Pikachu. Carina mit dem Shiny Fritzel Blitz und einem Shiny Driftlon. Lukas Pedersen, der hat auch in der Gruppe geschickt, da sah das eigentlich besser aus. Hat aber auch gleich hier geschickt. Möchte ich auch mal kurz vorlesen. Hallo Ramses, hier mal was für Raider Mittwoch. Sind zwar alle etwas älter, kannst du aber ja trotzdem mit reinnehmen. Das 98er darfst du ja nicht mit reinnehmen. Das verstößt ja gegen den Vertrag vom Bockwurstking. Gruß, Lukas, du machst super coole Videos. Es gibt zwar gar keinen Vertrag, aber finde ich witzig gemacht, dass die Leute darauf so anspielen. Deswegen habe ich auch nur das 100er Loturzel mit reingenommen, das 100er Gastrodon und das, oh mein Gott, 100er Geroni Matz. Das hat mich gerade Bisa-Fan TV erinnert, sorry an der Stelle. 100% Geroni Matz. Das ist auf jeden Fall ein extrem seltenes 100%iges Pokémon. Gönnt euch auch. Habt ihr auch schon ein 100%iges Geronimat? Ich glaube, Bisa-Fan TV hat auch eins, aber das müsste auf jeden Fall jetzt schon der Schocker der Woche sein. Null hat hier noch geschickt ein wildes Hariyama, WP-Fragezeichen. Dann muss der Account ja richtig schlecht sein, wenn so ein dreckiges Hariyama dann das beste und höchste WP-Pokémon ist, was er je gesehen hat. Plus Shiny Schwalbus, plus 100% Habitak, braucht man auf jeden Fall unbedingt. Huhu Ibims hier mit einem Shiny Sichlor, Shiny Ho-Oh und einem 100% Talo, also auch Schwalbini. Und ihr seht schon wieder den Unterschied, wenn in Instagram Sachen geschickt werden, das ist so hässlich, ne? Da mache ich einfach gleich alles auf einmal, da bin ich schneller durch. Huhu Ibims außerdem noch mit einem 100% Nagelotz, Shiny Wingull und Shiny Zubat. Plus 100% Alola Kleinstein aus einem Ei. Lasse, der schafft es ja wenigstens, wenn er da was schickt, in Instagram, dass sein Name über dem Bild steht, was bei anderen eben nicht so ist. Deswegen kann man bei ihm Vollbild abscreenen, auch wenn das vom anderen Handy abfotografiert ist und auch kacke aussieht. Ist es immer noch besser als hier, weil jedes Bild, was hier groß ist, ist zwar groß, aber ohne Name und man weiß nicht, wo es herkommt. Yannick hier noch mit einem Shiny Chanera. Konrad hat sich gemeldet, ist angekommen, danke. Der hat ja bei dem Gewinnspiel mitgemacht und hat die Pokémon-Zeitschrift plus den Glumanda-Schlüsselanhänger bekommen. Sieht auch verdammt gut aus, oder? Sag ich nochmal, guckt euch das an. Glumanda-Schlüsselanhänger. Und ich habe ja aus ebenfalls derselben Zeitschrift hier meinen Pikachu-Schlüsselanhänger bekommen. Der sieht zwar hier irgendwie grün aus, aber der ist schön strahlend gelb. Vielleicht ist er auch einfach dreckig geworden in der Hose. Glumanda auf jeden Fall. Sehr coole Sache. Er hat sich auch gefreut. Hier nochmal die Zeitschrift, die er dazu bekommen hat. Horst Kevin. Moin. Vielleicht was für deinen Schocker der Woche. Gruß Horst Kevin. Die Arena liegt im Norden Hamburgs. Und was haben wir da? Historischer Tringertreff. Das ist ein öffentlicher Grillplatz. Hat er auch nochmal dann gesagt. Könnt ihr also grillen? Und was macht ihr beim Grillen? Trinken. Also historischer Trinkertreff. Wer kommt auf sowas? Wer nimmt sowas an? Ich glaube, da waren wieder die, Tobi hier mit einem Shiny Wombel Nummer 2. Julchen nochmal aus dem Raid. Ein Shiny Lapras. Shiny Taubsi Nummer 1 bei Julchen. Und Nummer 2 bei Julchen. Bockwurst King endlich mit einem 100%igen Floing.
Julchen, ganz vergessen, das gab es beim ersten Raid für meinen Kleinen. Shiny Ho-Oh, Shiny Wablu, auch wenn sie kein Düsselgur, kein Pika bekommen hat, hat immerhin das. Maurice Bier, hier mit einem Shiny Evoli, dann bin ich aufgestiegen mit Funkam Dukchs, das ist der Japaner, zu Glücksfreunden. Julchen, WTF, heute Glückstausch mit meinem zweiten Account und das müsste eigentlich auch der Schocker der Woche sein. 100% Lucky Dratidi in Shiny, das ist ein sehr cooles Foto, das stört mich auch der Lucky Hintergrund nicht. Das Schocker der Woche, nein, wir haben noch was anderes, noch was krasseres, weil wenn ich das jetzt genommen hätte und das andere wieder gesammelt, dann hätte sich das wieder 10 Wochen gezogen, bis das rauskommt. Deswegen wirklich jede Woche alles raushauen und eins davon für den Schocker der Woche bestimmen. So muss ich es ab jetzt machen, auch wenn irgendwann dann der Schocker mal nicht so krass ist, weil in der Woche nichts Krasses passiert ist. Bockwurst ging ja auch mit einem Shiny Jurob und einem 98er Laukaps. Luca Hammer nochmal mit einem 100% Ballon Pikachu, das ist auf jeden Fall auch cool. Burkhardt 88 mit einem Shiny Panzer Aeron hat er zweimal geschickt, hat gesagt, gestern eins, heute eins, habe ich nur eins mit reingenommen, kann ich erzählen, traut mir ja in der Sache. Burkhardt 88 mit dem Bild 8 von 8, nämlich ein Shiny Driftlon, findet man nochmal eine 8 hier in dem Bild. Genau, bei Stardust in der Mitte ist auch eine 8 und bei Astonish bei der Attacke auch eine 8. Und die zwei 8 ergeben nochmal eine 88, so wie das Bild 8 von 8 von Burkhardt 88 geschickt am 8.7.2020 um 20.38 Uhr. Da sind nochmal zwei 8. Was er mir damit sagen will, ich weiß es nicht. Driftlon ist O, vielleicht der 8. Buchstabe im Alphabet, dann wäre das schon wieder eine 8.8, ist es aber nicht. Jetzt genug von den Verschwörungstheorien. 800 Staub kostet das hier, um zu pushen. Dann der Kron noch mit einem Shiny Taubsi plus einem Shiny Panzer Aeron und einem Krypto Hondio, was jetzt zu einem 100er erlösen könnte. Sehr wichtig. Luca Hammer hier nochmal, mein erstes Glumanda Shiny. Will aber eins ohne Hut, was ich entwickeln kann. Vielleicht kann der Papa dir ja eins geben, jetzt wo der Eintrag da ist. Vielleicht habe ich nämlich auf dem kleinen Account noch eins übrig vom C-Day. Also, ihr wisst ja, wie das ist. Ihr wollt ein schwarzes Glurak entwickeln. Und dann kriegt ihr ein Shiny Glumanda. Dann hat es auch noch so eine komische Mütze auf und kann nicht entwickelt werden. Das ist natürlich Pech, aber mal gucken. Huhu, Ibims. Nochmal schon wieder aus dem Raid. Ein 100% Mantirps. Mantax. Stimmt. Mantirps Raid noch nie gemacht, habe ich geschrieben. Ist natürlich falsch. Ist ja kein Mantirps. Mantirps ist ja das Baby, ist ein Mantax. Aber habt ihr schon mal einen Mantax-Raid gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier sieht man das nochmal. In Bockhorn, Bavaria, Germany, 1204. Ist ja auch richtig heftig. Das ist das Kyokre für Arme, wenn man nichts weiter hat. Das waren aber jetzt die Highlights der Woche. Und wir kommen noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Konstin, ne? Grüße gehen raus, wo ihr jetzt sagen werdet, Ramses, das ist doch einfach nur ein Shiny Pandir, das ist zwar selten aus der Quest, trotzdem ganz cool, aber für einen Schocker, da waren andere Sachen doch jetzt heftiger. Das ist schon ein bisschen älter, ihr seht es am Datum, das Datum ist jetzt wichtig, 6.06.2020, 14.26 Uhr, hab endlich auch eins. Hat er sich gefreut, ne? Habe ich mich gefreut und das Ding ist, das war das Panier Nummer 5, das hat mir auch gefehlt und er hat gesagt, er würde mir das geben, er würde mir das tauschen. Haben wir dann auch gemacht, dann haben wir das getauscht und dann ist das Lucky geworden. Und er hat sich tausendmal entschuldigt und ich habe gesagt, er kann ja nichts dazu, aber so ein Mist. Jetzt habe ich mich gefreut, dass ich nicht suchen muss, mir das jemand schenkt, aber nicht weil er mir das geschenkt hat, ist das der Schocker der Woche, sondern boom, weil es so schön ist. Noch eins dazu. 6.06. 20.37 Uhr. Der hat um 14.26 Uhr ein Shiny Pandy bekommen aus der Quest. Und um 20.37 Uhr das zweite Shiny Pandy aus der Quest. Ihr seht, 497, 503, das sind zwei verschiedene. Das habe ich gar nicht gelesen abends. Ich habe erst den nächsten Tag wieder reingeguckt und dann sehe ich plötzlich, als ob. Aller guten Dinge sind drei. Am 7.06., einen Tag später, um 9.37 Uhr, das dritte Shiny Pandir aus der Quest, so kurz hintereinander, innerhalb von 24 Stunden, drei Shiny Pandir aus der Quest bekommen. Das ist doch auf jeden Fall heftig.
Das ist für mich der Schocker der Woche. Das ist so ähnlich wie die 400er Zekrom, wo 300er Zekrom an einem Tag waren beim letzten Mal. Jetzt haben wir hier beim Konstin 3 Shiny Pandya aus der Quest. Ich fand es einfach genial und er war sogar so gnädig, er hat dann gesagt, mach's gut, nicht zu viel Glück. Er hat mir noch eins, ihr seht, das ist auch alles legit gefangen, das kommt nämlich aus Untermaßfeld, nicht irgendwo aus Amerika oder sonst wo. Ist legit wirklich 3 Shiny Pandya und er hat gesagt, weil meins lucky wurde, er gibt mir noch eins ab. Wir probieren es nochmal und haben beide gehofft, dass es diesmal nicht lucky wird. Er wollte auch nur ein Mauzi dafür, beziehungsweise er sagt, schick mir einfach dein letztes Pokémon, schick mir irgendwas, ist egal. Das letzte in meinem Beutel war Mauzi, Hammer getauscht, hat nochmal 800 gekostet, ist nicht lucky geworden. Dankeschön an den Konsti nochmal für das Shiny Pandya, beziehungsweise für die 2 Shiny Pandyas, für seinen Einsatz und Hut ab, für sein Glück, dass er 3 Stück bekommen hat innerhalb von 24 Stunden. Das ist für mich einfach der Schocker der Woche, den schleppe ich jetzt schon seit einem Monat mit rum. Diesmal ist er rausgekommen, das war es auch jetzt von meiner Seite aus, zieht euch das rein. Und wie gesagt, habt ihr schon mal einen Mantyrps-Raid gemacht? Ach, einen Mantax-Raid, schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.